Wer kommt denn da, wer kommt denn da? Wer ist die blonde Dame? Die kenn ich doch, die kenn ich doch. Wie war doch gleich ihr Name? Ach, jetzt fällt mich wieder ein. Ich traf sie gestern Nacht, doch leider nicht allein. Ich weiß etwas, mein Fräulein, wollen Sie raten? Der Wind hat mir ein Lied erzählt von ihren Heldentaten. Na, jetzt sind Sie wohl gespannt, doch ich verrate nichts, ich sage nur galant. Gnädige Frau, wo waren Sie gestern? Sie waren aus mit Ihrer Schwester. Man hat sie leider nachts gesehen. Verstehen Sie nun? Gnädige Frau, das schien schon Sache. Sie brauchen gar nicht so zu lachen. Mit solchen Schwestern auszugehen, das dürfen Sie nie wieder tun. Die Schwester war ja nämlich Brüder und hießen Hans und Friede. Sie schenkte ihnen weiße Flieder und war im Flirten sehr geübt. Gnädige Frau, so war das gestern. Wer glaubt das Märchen von der Schwester? Wenn man aussieht, wie sie aussehen, dann ist man seit gestern verliebt. Das kommt davon, da haben sie die Bescherung. Es diene ihnen dieser Fall in Zukunft als Belehrung. Schluss, jetzt mit den Schwindeleien, denn immer wenn man lügt, dann fällt man schrecklich rein. Sie weinen, ja, das find ich aber schaurig. Sie machen mit ihr Tränen, ja, alle Leute traurig. Aus, bei uns wird nicht geweint, das Lied war nur ein Scherz und gar nicht bös gemeint. Gnädige Frau, wo war das eigentlich mit gestern? Ach ja, sie war aus mit ihren Schwestern, ja. Und niemand hat sie nachts gesehen. Verstehen Sie nun? Gnädige Frau, Sie können ruhig wieder lachen. Das sind ja gar keine schlimme Sachen. Mit solchen Schwestern auszugehen, das können Sie ruhig wieder tun. Sie waren ja schließlich in Familie mit Irmgard und mit Ottilie. Ja, ja. Sie trugen eine weiße Lilie und war um 11 vor ihrer Tür. Gnädige Frau, so war das gestern. Doch jetzt ist Schluss mit ihrer Schwester. Und wenn sie heute wieder ausgehen, dann tun sie es bitte mit mir.